Sie sind hier, 14. Januar 2019, Update vor 25 Minuten. Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jan-Lennard Struff scheitert bei den Australian Open in Melbourne an Matthew Ebden. Urheberrecht Getty Images. Update bei den Australian Open kommt für drei deutsche Herren das Früh aus in der ersten Runde. Während Rudolf Mollicker überrascht, enttäuschen Peter Goldjofczyk und Jan-Lennard Struff. Tennistalent Rudolf Mollicker hat bei seinem Grand Slam-Debüt einen Achtungserfolg erzielt, eine Überraschung in der ersten Runde der Australian Open aber verpasst. Der 18-Jährige aus Berlin nahm dem an Position 18 gesetzten Argentinier Diego Schwartzmann beim 1:6, 3:6, 6:4, 0:6 immerhin einen Satz ab. 1:47 dauerte der couragierte Auftritt des Teenagers in Melbourne. Täglich im Live-Ticker in der Qualifikation hatte Mollicker drei Matches gewonnen und sich als siebter Deutscher ins Hauptfeld gespielt. Gegen den nur 1,70 Meter großen Schwartzmann erspielte sich der jüngste Spieler im Turnier bis zum Ende des dritten Durchgangs keinen einzigen Breakball, nutzte aber die einzige Schwäche seines Gegners zum Satzgewinn, ehe ihm die Kraft ausging. Alle Infos zu den Australian Open: Goldjofczyk unterliegt Chatschanow. Das war mein erstes Match über Best of 5, eine super Erfahrung, leider mit einem schlechten Ende. Im vierten Satz war die Luft raus, sagte Mollicker, der als erster deutscher Spieler verlor. Wenig später folgte ihm Peter Goldjofczyk. Der frühere Davis Cup-Spieler unterlag dem an Position 10 gesetzten Russen Karen Chatschanow nach gutem Beginn 6:3, 3:6, 4:6, 3:6. Struff scheitert in vier Sätzen. Jan-Lennard Struff sollte beim 6:1, 4:6, 3:6, 4:6 gegen den Australier Matthew Ebden den Strapazen der Vorbereitung Tribut. Der Davis-Cup-Spieler hatte im neuseeländischen Auckland im Einzel das Halbfinale am Freitag erreicht und am Samstag den Titel im Doppel gewonnen. Punkt. Nach dem 4:1 im zweiten Satz ging ihm die Kraft aus.